Damit wieder recht herzlich willkommen hier wieder zurück auf unserem Kanal zu einem neuen Projekt. Und zwar spielen wir heute die Demo von Presence Dark Awakening. Wir werden auch gar nicht lange schnacken, sondern wir gucken direkt rein in das Game. Ich habe keinen Plan, was in diesem Game passiert, was, wo wir sind, was uns erwartet. I don't know. Auf jeden Fall sind wir hier schon mal, ist schon mal dunkel. Oh Gott, kann ich mich hier schon bewegen? Use the mouse, look around. Left click to interact. Okay. Kleines Tutorial. Warte mal, hier ist aber die Maus jetzt, aber warte mal. Muss ich mal meine Maus-Sensitivität ein bisschen runter. Ich sag runter. Wie sensibel bist du? Okay, gut. Na gut. Okay. Zauberkerzen? Finde ich gut. Finde ich gut. Was war das? Okay. Hallo? Wo sind wir denn hier überhaupt? Was ist das hier? Ich sehe nichts schon wieder auf diesem Bildschirm. Es ist einfach nur dunkel. Oh Gott, da ist irgendwie Musik. Die wird aber auch. What? Okay. Okay. What the f- Ey. Mach doch nicht sowas. Sind das... Das sind Skelette. Aufgetürmt. Ja. Kann man machen, muss man nicht machen. Okay für mich. Ich weiß nicht, ob ich da jetzt direkt gucken gehen will. Also, ich weiß ja nicht. Ist das hier eine Kirche? Was ist das? Ein Opferritual oder wo befinden wir uns? Left click with on the mouse to interact. Cursor will appear on screen. Okay. Also ich finde es schon nicht so schön, wenn einfach die Kerzen selbstständig angehen. Ich kann mit dem Ball... Warum drücke ich einfach auf irgendwelche Gegenstände? Was ist denn... Was stimmt denn nicht mit uns? Also mit mir? Okay. Cool, dann müssen wir wahrscheinlich auf der anderen Seite auch nochmal auf so einen Gegenstand drücken, damit hier überall diese Fehler rauskommen. To inspect to left button while hovering over call on object left. Ich kann nicht so schnell lesen. Aha. Ich glaube, wir müssen dieses Konstrukt, was wir da sehen, müssen wir, glaube ich, nachbauen. Angefangen hat er ja schon mit diesen Gebilde aus Knochen. So, jetzt. Okay, 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 okay. Cool. So, wie kriege ich jetzt die anderen beiden raus? Ist jetzt die Frage. So, warte mal, ich kann hier. Durch die Tür komme ich nicht. Na, ist ja fein. Okay. Also wir müssen hier irgendwie noch weiterkommen. Gibt es denn hier noch einen... Warte mal, hier gibt es noch einen Hinweis. Ich kann das Ding drehen. Okay. Wir können das Ding drehen? Ernsthaft? Ich habe doch gar keinen Anhaltspunkt... Ich wollte gerade sagen, ich habe doch gar keinen Anhaltspunkt, welcher Richtung, was, wie, wo gedreht werden muss. Aber cool, einmal drehen und die andere kommt nach oben. Dann drehen wir den jetzt hier auch nochmal. In der Hoffnung, dass der denn da hochkommt. Also auch mal anders gefragt, macht das überhaupt Sinn? Also warum machen wir das? Warum sind wir hier?
Okay. Okay, 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 okay. Haben wir drin. Haben wir. Jetzt können wir bestimmt hier die Tür öffnen, weil der Mechanismus jetzt offen ist. Nein. Ist ja toll. Muss ich das Ding jetzt hier drehen oder was? Was passiert jetzt? Es hat sich nichts verändert. Okay. Okay, jetzt haben wir alle einmal angefasst. Okay. Okay, 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 okay. Ich hab das nicht. Also. Kannst du es nochmal wiederholen? Ich hab das nicht ganz verstanden. Was? Mit was? Warum? Ja. Gar nicht unangenehm. Ja. Lass mich raus. Lass mich doch raus. Lass mich. Was bist du denn? Escape while you still can. Ja, wo denn? Wie kann ich denn entkommen? Kann ich hier irgendwie. Okay, wait. Jump and run. Jump and run. Ich komme hier nicht hoch. Jetzt ist die Tür offen. Ich drück schon die ganze Zeit Shift, um zu sprinten. Ich muss mir jetzt kein Spiel. Okay, komm, wir gehen irgendwo anders hin. Ist mir egal. Wir gehen nach oben. Okay, sind die Lichter böse oder geben die mir den Weg vor? Oh, fuck. Leck mich. Ich drück mal den da. Ist das ein Fahrstuhl? Gefährt er? Jawohl! Er fährt mich hoch! Space to jump? Wohin denn? Hier rüber. Ich renne einfach. Ist mir egal. Ich hab keine Ahnung, wo ich hingehe. Ich bin raus! Ich bin noch safe! Nee, ich bin nicht raus! Warum bin ich... Ich bin immer noch drinnen! Ja, ja, ich bin... Ich renn weg! Gar kein Problem! Ich renne in die falsche Richtung. Okay, wait. Hier lang? Da lang? Jetzt doch da? Ich renn noch! Mehr als drin kann ich nicht. Was für ein Way to escape. Umso öfter du es hast, umso schneller werde ich nicht. Da ist eine Ratte gewesen. Immer der Ratte folgen. Okay. Okay, okay, okay. Warum? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Hier brennt alles. War ich zu langsam? Das war jetzt nicht die ganze Demo, oder? Hallo?
Oh. Wo bin ich? Ich war doch gerade noch in so einem Turm, der weggefackelt gebrannt wurde. Ist. Oder nicht? Nicht so, ey, wirklich. Move the washer and dryer out of the basement as soon as possible. This small space is too far away from everything. Furthermore, the water connection isn't functioning properly and my clothes never seem to get clean. Jasper. Ja, dann lass uns doch einfach mal das hier wegbringen oder so. Also, so wie es hier drauf steht. Warte, ich kann hier noch irgendwas andüllen? Was kann ich hier machen? Hey, ich konnte... Was hat? Rosy Reds. Brand new. Kann ich das nehmen? Ich kann es mir nur angucken. Okay. Benschki. Jetzt ernsthaft. Muss das? Oh Gott. Was? Welcome home. Okay. Okay. Cool. Danke für den Alert. Nicht. Mann. DKG. Okay. Ich hab ein bisschen Schiss, mich hier drinnen zu bewegen. Also, ich würde die Mütze gerne aufsetzen wollen. Und mit dem Propeller oben drauf finde ich schön. Das würde mir, glaube ich, auch ganz gut stehen. Was ist denn hier? Buh. Also, was man schon mal sagen kann, ist, das Spiel hat auf jeden Fall Atmosphäre. So die kleinen Geräusche bringen mich schon echt gut außer Fassung. Game Progress saved. Das ist meistens nicht so gut. Bitte hör doch auf, irgendwas hier zu machen. Hey, wir werfen hier nicht mit Kisten. Wir sind hier nicht bei Phasmophobia oder so. Das können wir ganz schnell mal sein lassen. Geht jetzt hier einer duschen? Hey, hör doch auf, ich will nur diesen Zettel lesen. Doors close randomly while other opens. Das ist schön, dass die einfach sich schließen und random einfach sich andere öffnen. Cool. Abstract light appears in the corners of my eyes. These visions come as quickly as they go. In my dreams, I see these presents more clearly. They must be attempting to communicate with me. If I had to guess, these are manifestations of trapped energy, unable to find their way. They must think I can help and are attempting to communicate with me. I hope they are friendly. Ja, das hoffe ich auch. Und wie gesagt, für alle, die neu sind hier auf unserem Kanal, mein Englisch ist not the best. It's, wie man es gerne sagt, it's not the elle from the egg. Aber da geben Stevie und ich uns gerne die Klinke in die Hand. Also da sind wir beide so gut wie die andere. Andere. Stevie, kannst du... Das reicht doch einfach, wenn du zuschaust. Du musst doch jetzt hier nicht irgendwelche Alerts machen. Ignoriere das jetzt einfach eiskalt. With all due respect, after a detailed and involved inspection of the house, water and heating systems, I can find no plausible explanation for the wild temperature fluctuations described. As far as the strange noises, I also hear them from time to time. Probably just mice or rats. I recommend calling an exterminator. None of these noises would be coming from the heating or water systems installed. There's nothing more I can do here. I know this isn't the answer you are looking for. Best of luck with your home. Water and heating repair. Sowas liest man gerne, wenn der Handwerker sagt, jo, mit der Wasserinstallation und mit dem Boiler ist alles in Ordnung. Sie haben eventuell ein paar Ratten oder ein paar Mäuse innerhalb des Hauses. Suchen Sie sich mal hier so einen Typ, der das quasi bereinigt. Nice. Da hat man Spaß bei. Guck mal, hier ist so eine kleine Malerecke. Hey, das ist... Da hat man schon mal ein bisschen angefangen. Die Wände
die Wände wieder schön zu machen. Und hier ist die nächste Notiz. Superintendent, this job has too many limitations for me to work efficiently. Also, ne, effektiv. I know I'm not the only one. The client is paranoid, always observing, posting odd messages and telling us where we can and cannot work. I hate it. Also, this place is creepy. Ja, das kann ich nur bestätigen. I'm not sure what is going on here, but I'd like to make a formal complaint and transfer to another job site. I hope for everyone on the team that this project can be completed as soon as possible. Bob. Ja, Bob. Du gibst auf und die anderen... Das sind Mitarbeiter, die mag man. Okay. Okay. Da geht's hoch. Kann ich den Hammer mitnehmen? So. Nein, ich will den mitnehmen. Als Waffe? Oh Gott. Oh Gott. Mach mal die Tür wieder zu. Kann ich das wieder zumachen? Mach das wieder zu. Ich kann es nicht zumachen. Scheiße. Okay. Was ist denn... Okay, er hat seinen Keller... Was für ein dicker Fernseher. Er hat seinen Keller auf jeden Fall ausgebaut. Alter, es hat eine Röhre. Sag mal... Okay, cool. Cool. Hey, hey, hey. Wow, wow, wow. War das einer von euch? Nee. Oh. Hm. Gar nicht. Oh. Unangenehm. Cool, cool. Cool. Wir gucken uns jetzt hier nochmal so ein paar Handschuhe an. So, wir gucken nochmal, von hier bin ich gekommen, ne? Ja. Hier ging es nicht weiter, ne? Nee, okay, cool. Okay. Na, dann gucken wir uns jetzt mal den Raum mit dem tollen Fernseher an. Die Couch ist aber auch, also die sieht... Click P, du click pause the game. Wow. Okay, gut. Wir wissen, wie wir die... Was macht denn Escape dann bitte? Escape macht nichts! Okay, cool. While watching television, my show was suddenly interrupted. Static filled the screen and odd imagery architecturally in a nature appeared for a brief moment, painting what I saw to find clarity. It looks to be a column and arch very similar to the architecture I have encountered underground. Could this be a place I have yet to explore? Nein. Einfach nein. Wir werden diese Höhle, Cave, wie auch immer man es benennen will, wir werden diese nicht uns weiter angucken, sondern wir werden uns ganz schön einfach davon fernhalten. Fernhalten. Ich kann mit den Bildern interagieren? Oh, ist ja ein Träumchen. Oh, ist ja gar nicht gruselig. Was ist das hier? Ein Aschenbecher? Okay. Okay, okay. Gut, dann gucken wir uns noch den Raum an, den wir geöffnet haben mit ganz vielen Türen. Weil da vorne ist noch eine Notiz. Der Stuhl ist toll. Toll. This reclaimed wood while needing some extra sanding and extra coating is worth the extra effort. I love that it came from a nature and instead of being disposed of can be used again on a structure that will last for decades. Reminds me of architecture used to be ago. Remember to additionally struck future projects. Schön. Kannst du auf... Hello. Okay. Ich bin weg. Ich bin weg. Ist mir egal. Was macht ihr eigentlich, wenn ich rückwärts komme? Oh, scheiße. Er reagiert trotzdem. Okay, gut, cool, cool. Dann würde ich sagen, gehen wir mal nach oben.
Obwohl ich nicht will. Okay, wir gehen nicht nach oben. Nein, warum geht denn das Licht? Ich habe keine Taschenlampe, kein Nichts. Mach auf! Oh, shit. Der Fernseher ist an. Hey, hey! Lichtquelle! Wunderbar! Wow, release us? Nee? Können wir den ausmachen? Oh nein, jetzt sieht er da diese... Okay, cool, komm, wir gehen... Ich habe kein Licht. Ich würde ja sonst sagen, wir gehen einfach weiter. Aber ich sehe nichts. Haben wir ein Inventar? Irgendwas? Streichhölzer? Feuerzeug? Müssen wir uns hier die Sitcom angucken? Okay. Okay. Wo gehen wir jetzt? Also wir können ja hier nochmal gucken gehen. Können wir die Tür mittlerweile öffnen? Nein. Die hier wahrscheinlich auch nicht. Ganz toll. Ganz, ganz schick. Also ich könnte mir gut vorstellen, dass diese Demo der Stevie mir empfohlen hat. Weil die hat's in sich. Scheiße. Okay. Wie können wir denn jetzt... Wie können wir denn jetzt raus... Also... Müssen wir zum Trockner? Müssen wir... Wäsche waschen? Okay, warte mal. Letztes Mal waren die... Lampen... Also, ne? Die waren ja gut. Glaube ich. Hoffe ich. Wollen wir da mal hingehen? Also irgendwie will ich ja nicht. Aber ich glaube, wir müssen. Okay, 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 beruhig dich, beruhig dich. Das ist nicht dein Scheiß Ernst, Alter. Hör doch auf. Also, ich sag euch eins. Egal, also wir werden das Spiel... Auf jeden Fall. Auf jeden Fall auf unseren Kanal bringen, aber that game wird der Steve spielen. Das ist mir scheißegal. Kann er schön alleine machen. Ich spiele hier die Demo. Während er hier zu Hause im Urlaub sitzt. Nein, er macht ja keinen Urlaub. Jetzt ist auf jeden Fall. Ah, okay. Ey, das ist jetzt wieder der Raum vom Fernseher, oder was? Nee, das ist der Raum. Warte mal, der Fernseher ist da, oder? Das ist der Raum, wo wir nicht reingekommen sind. Ah! Wo kam der denn her? Auf gar keinen Fall gehe ich da runter. Können wir bitte nach oben gehen? Bitte lass uns einfach aus der... Lass uns da raus, du. Ich will da nicht... Ich will da nicht runter. Gib mir den Bergkopf. Gib mir den Helm. Gib mir...
Warum sollte ich denn jetzt hier runter in so einen Minenschacht? Pauling, wer macht sowas? Wer hat in seinem Haus... Also okay, Dave. Ja, Dave mit seinem Horrorkeller. Aber ich ein normaler Mensch. Okay. Das ist auch einfach nur eine Lagerfläche, oder? Jetzt hier, genau. The excavating continues to go well and it reminds me of my time in Egypt. This is the most exciting discovery of my career. The architecture of a difficult to date, but I should have a theory in time. I've created a secret entrance for entering the... Ich will da nicht rein! In entering the excaved space and have decided to keep my discover out of public view until I know about what I have uncovered. Können wir das auch einfach dabei belassen? Also müssen wir jetzt hier durch? Wir können gar nicht hier durch. Hey, das finde ich gut. Erstmal. Okay. Schöne Grammophon, finde ich gut. Okay, wir können hier unten nichts machen. Also wir konnten außer die Notiz, konnten wir jetzt hier nichts machen. Okay. Ich will mich eigentlich nicht umdrehen. Ist klar. Jetzt sind die Leuchten wieder da. Und du öffnest mir jetzt wahrscheinlich das Tor, richtig? Das ist... Was war das? Ja, genau. Jetzt drücken wir hier den Ziegel rein. Und weiter geht's. Ich freue mich. Ich freue mich. Was wird hier geschrieben? Ah, Benny, jetzt hast du endlich mal ein richtiges Horror-Game. Just saying. Wir freuen uns. Weiter geht's. Ich sag nichts dazu. Okay, hier haben wir wieder einen Fahrstuhl. Oh Gott, es geht nach unten. Ich hätte gedacht, es geht nach oben. Ich sehe nichts. Wo sind wir? Okay, das war die Demo. Super. Also, das Game macht alles richtig. Grafik, mega. Atmosphäre, mega. Soundeffekte, alter Falter, also das haben die auf jeden Fall drauf. Und ja, wir werden das Spiel spielen, wenn es rauskommt. Beziehungsweise der Stevie wird spielen. Ich werde zugucken. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Lasst gerne ein Like da, ein Comment. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, gerne ein Abo da lassen. Und wir sehen uns einfach beim nächsten Projekt. Bis dahin sage ich erstmal, eingehauen.